Westerburg, ein beschauliches Städtchen im Westerwald, nordöstlich von Koblenz, mit 5.500 Einwohnern. Direkt vor der Polizeiwache filmt eine Augenzeugin am 22. Mai 2013 mit ihrem Handy diese Szene. Wieso haben die den denn ins Gesicht geschlagen? Der hat doch gar nichts gemacht. Alter. Was meinst du, was die für eine Dienstaufsichtsbeschwerde bekommen? Der hat doch gar nichts gemacht. Nach diesem Vorfall passiert nichts. Bis sich 4 Wochen später ein Informant bei dem Journalisten Andreas Jöckel von der Rheinzeitung meldet. Wir haben uns dann in der Nähe von Westerburg getroffen und auf einem Parkplatz. Und er hat mir dann auf einem Stick dieses Video mitgebracht. Das Video setzt zwar erst an der Stelle ein, als das Opfer schon gefesselt am Boden sitzt und die Polizisten prügeln. Man sieht nicht, was vorher passiert ist. Aber trotzdem ist einem relativ schnell klar, dass die Beamten da weit über ihre Kompetenzen hinausgegangen sind. Die Redaktion der Rheinzeitung nimmt sich der Sache an und berichtet kontinuierlich. Der Fall wird öffentlich. Am nächsten Tag stellt die Zeitung das Video auf ihre Internetseite. Einmal online löst es eine Kettenreaktion aus. Über 500.000 Mal wird es angeklickt und wütend kommentiert. Die Videobilder erregen bundesweit Aufsehen, setzen auch die Politik unter Druck. Im Innenausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz wird der Fall diskutiert. Der Innenminister Roger Lewenz bezieht Stellung. Wir, die Öffentlichkeit, die Polizei, der Betroffene, alle haben das absolute Recht, dass man am Schluss weiß, was da geschehen ist und dass alle Konsequenzen gezogen werden. Das ist ganz logisch. Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt und rekonstruiert, was sich am 22. Mai 2013 in Westerburg abgespielt hat. Die Ermittlungen haben Folgendes ergeben. Zunächst kam es in einem Getränkemarkt in Westerburg zu einem Ladendiebstahl. 2 Verkäuferinnen hatten beobachtet, wie ein junger Mann eine Getränkedose an sich genommen hat und damit aus dem Laden verschwunden ist, ohne diese Getränkedose zu bezahlen. Er bezahlte lediglich eine andere Getränkedose. Die Polizei will den Mann festnehmen. Doch laut Polizeibericht wehrt er sich heftig. Das ist auf dem Video nicht zu sehen. Es soll vorher passiert sein. Zu sehen sind die Prügel der Polizisten, als der Mann wehrlos am Boden liegt. Er soll die Beamten mehrmals angespuckt haben. Der Polizeibeamte befürchtete, dieser Mann leide an einer ansteckenden Krankheit, weil das in Polizeiakten so vermerkt ist. Tatsächlich leidet er auch an einer Krankheit, aber diese ist also durch Spucken jedenfalls nicht übertragbar. Gleichwohl befürchtete der Polizeibeamte weitere Angriffe gegen sich und schlug auf diesen jungen Mann ein. Deutlich zu sehen auf dem Video, auch ein zweiter Polizist schlägt zu. Und das, obwohl er, laut Staatsanwalt, sagt, er habe das Spucken gar nicht beobachtet. Das Prügelopfer erstattet später keine Anzeige. Die 4 Polizisten, inzwischen vom Dienst suspendiert, sehen sich im Recht. Die Polizeibeamten sagen, dass wir immer noch in berechtigter Notwehr gehandelt haben, weil wir erstmal angegriffen worden sind und wir fürchten durften aufgrund des vorangegangenen Verhaltens, dass er weiter spucken und treten wird. Und deswegen waren unsere Handlungen gerechtfertigt. Diese Sichtweise teilen wir nicht, deswegen haben wir das zur Anklage gebracht. Wer diese Videobilder sieht, ist schockiert. Sie stellen Polizisten unter Generalverdacht und rütteln am guten Ruf, den sie in der Bevölkerung haben. 81% der Menschen vertrauen laut Umfragen der deutschen Polizei. Damit liegt sie vor allen anderen Institutionen. Marco Müller und Sarah Walder arbeiten als Streifenpolizisten in Köln-Mülheim, einem Brennpunktviertel. Wir treffen sie am frühen Abend. Ihre Schicht hat eben begonnen. Tag zusammen. Hallo. Haben Sie die Ausweise einmal dabei? Polizist zu sein, ist ein verantwortungsvoller Beruf. Mitunter auch gefährlich.
Wie aus dem Nichts können harmlose Situationen wie diese hier plötzlich eskalieren? In den meisten Fällen bleibt es ruhig. So wie man in den Wald hineinruft, schallt es in der Regel auch hinaus. Aber natürlich kann sowas schnell hochgehen. Ne, je nachdem, wenn der Alkoholpegel noch was höher ist und man sich vielleicht über irgendwas anderes geärgert hat, dann sind wir vielleicht auch nicht so gern gesehen. Die Polizeigewerkschaften beklagen, die Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung nehme zu. Beamte würden oft respektlos behandelt. Viele fühlten sich mit dem Problem alleingelassen. Grundsätzlich sind Beleidigungen schon an der Tagesordnung. Geht los bei den simpleren Beleidigungen wie blöder Bulle oder sonst irgendwas. Und mündet dann aber auch relativ schnell dann auch schon mal in Bedrohungen. Eigentlich müssen wir immer damit rechnen. Polizisten sind ständig mit Situationen konfrontiert, in die wir als Normalbürger nicht kommen wollen. Sie müssen eingreifen, wenn sie gerufen werden. So, die Herrschaften, die sich da hinten wegbewegen, einmal alles stehen bleiben und zurückkommen. Dürfen auch Gewalt anwenden, wenn sie erforderlich und verhältnismäßig ist. Könnt ihr mal mit hinkommen, bitte? Hier können sie jetzt alle stehen bleiben. Jetzt hätte ich gerne von allen mal einen Ausweis. Also es ist definitiv schwierig, in manchen Situationen die eigenen Gefühle da mal hinten anzustellen, weil man sich dann ja schon auch persönlich angegriffen fühlt ab und zu mal. Es ist schwierig. Also man muss dann einfach versuchen, das einfach hinten anzustellen und sich immer wieder zu sagen, die meinen ja nicht mich als Mensch, sondern die meinen jetzt meinen Berufsstand. Was muss die Polizei in schwierigen Situationen können? In Hamburg treffen wir den Polizeiwissenschaftler Raphael Beer. Sein Forschungsgebiet: Wie geht die Polizei im Berufsalltag mit dem staatlichen Gewaltmonopol um? Ich betrachte Polizisten in diesen Situationen als Troubleshooter, also als Problemlöser, die erst gerufen werden, wenn eben normale Konventionen nicht mehr funktionieren. Dann braucht man Polizei. So. Dann darf ich aber nicht mit der Haltung hingehen. Natürlich ist selbstverständlich, dass mir gegenüber Respekt erwiesen wird. Ja. Da muss ich auch damit rechnen, dass genau diese Regeln suspendiert sind. Dafür ist Polizei da oder dafür sollte sie vorbereitet sein. Polizisten in Rheinland-Pfalz werden auf der Landespolizeischule in Hahn darauf vorbereitet. Auf dem Gelände des ehemaligen amerikanischen Militärflughafens studieren 350 junge Frauen und Männer für den gehobenen Dienst. Sie sind es, die später die Probleme lösen sollen. Thomas Lenz, der Leiter des Fachgebiets Polizeirecht, weiß, wo die Schwerpunkte der Ausbildung liegen müssen. Das ist sicherlich die ganz große Herausforderung für die Polizei, schnell, in Sekundenschnelle zu entscheiden, was ist das Richtige und was ist das Falsche. Das Studium an unserer Einrichtung und die Ausbildung, die soll halt dazu führen, dass der Umgang damit professioneller wird, dass man also eine größere Distanz zu seinen eigenen Gefühlen und zu seinen eigenen Problemen oder Einstellungen gewinnt und dass man professionell, also distanziert und sachlich an so eine Angelegenheit rangeht. Guten Tag, Müller von der Polizei Mainz. Wir führen hier gerade eine Personenkontrolle durch. Haben Sie mal einen Ausweis für mich? Was willst du? Was willst du mit dem Ausweis? Siehst du aus, als wäre ich ein Straftäter oder was? Nee, das wollen wir ja überprüfen. Haben Sie einen Ausweis für mich gerade da? Nee, hab ich nicht. Du kriegst nichts von mir. Schauen Sie doch mal nach, ob Sie einen mit haben. Nee, hab ich nicht. Ich weiß doch, was ich mit aus dem Haus genommen habe. Gucken Sie doch trotzdem mal nach. Ansonsten bin ich blöd oder was? Ich will doch nur meinen Personalausweis rausholen. Ich soll deinen Ausweis rausholen. Also ho! Sofort das Messer auf den Boden! Messer runter! Messer weg! Auf die Knie! Auf die Knie! Ihr könnt nicht mal! Ihr könnt nicht mal! Kommt doch her! Das Messer runter, tun! Kommt doch her! Hopp mal her! Gehen Sie noch ein Stück weiter! Kommt her! Sie gehen jetzt auf die Knie! Sie gehen jetzt auf die Knie! Flach auf dem Boden liegen! Alle! Rain! Okay, gut. Alles klar? Ja. Jemand verletzt? Gut. Alles klar. Kommt zusammen! Kommt her! Also Adrenalin ist auf jeden Fall da. Angst würde ich jetzt nicht sagen, weil man weiß, es passiert einem nichts. Ne? Klar, man ist aufgeregt, man versucht die Situation ja schon so gut wie es geht nachzustellen. Das geht natürlich nicht hundertprozentig. Die Ausbildung der Polizei ist qualifiziert. Darin sind Experten sich einig. Doch können Rollenspiele in der Turnhalle auf die komplexe Realität vorbereiten? Wir versuchen, unter diesen Stressbedingungen dann immer noch die Handlungskonzepte abzurufen, die wir vorher trainiert haben.
Und der Stress, der kann gerade bei den Berufsanfängern schon bei einer einfachen Personenkontrolle kommen. Jetzt habe ich da den Bürger stehen, muss den fragen. Das Herz fängt an zu rasen, Adrenalin kommt rein, dann vergesse ich noch nach dem Nachnamen zu fragen. Das ist so die einfachste Form. Und je länger ich in dem Beruf bin und je mehr Erfahrung ich sammle, umso weniger habe ich dieses Stressempfinden. Aber egal, wie gut ich vorbereitet bin, egal, wie viel ich trainiert habe, es kann immer eine Situation kommen, mit der ich im Moment nicht gerechnet habe. Kritisch wird es immer dann, wenn Emotionen ins Spiel kommen. Oh, ihr Scheißbullen, ey. Jedes Mal dieselbe Scheiße. Na, ganz ruhig. Selbst harmlose Situationen können plötzlich umschlagen. So, jetzt gehen wir zusammen hoch, ja? Berlin. Neptunbrunnen am Alexanderplatz. Ein beliebtes Fotomotiv für Touristen. Am 28. Juni 2013 geschieht hier etwas Unfassbares. Eine Situation, mit der niemand gerechnet hat. Ein Mann wird von einem Polizisten erschossen. Vor laufender Handykamera. Was ist geschehen? Ein nackter Mann sitzt im Neptunbrunnen, ein Messer in der Hand. Er blutet. Die Polizei versucht, den verwirrten Mann zu beruhigen. Ein Beamter steigt in den Brunnen und nähert sich. Plötzlich steht der Mann auf, geht mit dem Messer auf den Polizisten zu. Der Polizist schießt. Der Mann stirbt kurz darauf an der Schussverletzung in der Brust. Das Video wird im Internet veröffentlicht und hitzig diskutiert. Musste der Mann wirklich sterben? War das Problem nicht anders zu lösen als durch einen tödlichen Schuss? Im Berliner Polizeipräsidium treffen wir Stefan Redlich, den Pressesprecher. Ihn fragen wir, warum wurde nicht ein Psychologe gerufen, der den psychisch kranken Mann beruhigt hätte? Oder das Spezialeinsatzkommando, das für schwierige Situationen ausgebildet ist? Wir haben natürlich ein Spezialeinsatzkommando, was gerufen werden kann, wenn bewaffnete Täter festgenommen oder in Gewahrsam genommen werden müssen. Aber in einer Stadt wie Berlin brauchen die natürlich eine halbe Stunde bis eine Stunde, bis sie am Einsatzort sind. Der Funkwagen ist sofort da und die Kollegen haben halt versucht zu helfen. Und in den allermeisten Fällen funktioniert das ja auch. Man spricht mit den Menschen, man beruhigt sie, man schlägt ihnen vielleicht das Messer in einem günstigen Zeitpunkt aus der Hand. Und in diesem Fall, für alle unerwartet, hat sich der Mann plötzlich erhoben und ist mit dem Messer immer weiter auf den einen Polizeibeamten zugegangen. Und dann musste der Polizeibeamte natürlich sein eigenes Leben sichern. Sein eigenes Leben sichern. Und das war nur mit einem tödlichen Schuss in die Brust möglich? Wir trainieren die Beamten, auf Arme oder Beine zu schießen. Das gilt aber für die Verhinderung von Straftaten. Das gilt nicht für die, sozusagen den Schuss in Notwehr, wo sie sich in höchster Not ihres eigenen Lebens erwehren müssen. Da darf auch der Schuss in die Brust abgegeben werden. Und man muss sagen, bei so einem Messerangriff, wenn der Angreifer schon auf 1,5 Meter ran ist, besteht keine Möglichkeit mehr, mit einem Schuss in die Luft oder auch nur in die Beine den Angreifer abzuwehren. Es ist so, dass nach so einem Schuss in die Beine, das bedeutet nicht, dass jemand jetzt nicht mehr weitergehen kann. Das sieht vielleicht im Film so aus, also in Kinofilmen. In echt ist es so, sie schießen jemanden in die Beine, der kann durchaus noch 50 oder 100 Meter laufen. Der Berliner Anwalt Hubert Dreiling vertritt die Familienangehörigen des erschossenen Mannes. Für ihn liegt der Fall ganz anders. Der Polizeibeamte hat sich ja geäußert und der hat behauptet, wortwörtlich, ein weiteres Ausweichen nach hinten sei ihm nicht möglich gewesen, weil er sonst über die Kante des Brunnens gefallen wäre. Dieses Video widerlegt diese Einlassung. Selbst wenn er subjektiv das Gefühl einer Angst hatte oder einer Gefahrensituation, dann hätte er mit 3-4 Schritten aus dem Brunnen herausspazieren können, was er ja durch sein eigenes Verhalten unter Beweis gestellt hat. Aber er hat ihn vorher erschossen. Die strittige Frage ist, kann der Polizist sich umdrehen, dem psychisch kranken Mann den Rücken kehren und aus dem Brunnen steigen? Oder muss er schießen, weil der Mann ihn in Sekundenschnelle erreicht und möglicherweise erstochen hätte?
Rechtsanwalt Dreiling ist empört, dass die Staatsanwaltschaft von Notwehr spricht und die Ermittlungen gegen den Polizisten einstellt. Das war kein Krimineller, das war ein Steuerberater. Der war seelisch-geistig erkrankt, der Mann. Der hat niemanden bedroht, das war kein Straftäter. Der kann doch nicht einfach abgeknallt werden ohne irgendeine Sanktionierung. Der Anwalt legt Beschwerde ein. Ohne Erfolg. Jetzt liegt der Fall beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die bisherigen Zustände sind rechtsstaatlich unerträglich. Einstellen, Notwehr. Nein, das haut juristisch nicht hin. Dagegen kämpfe ich bis zur allerletzten Instanz. Bin sehr gespannt, was die Herrschaften in Karlsruhe sagen. Der Fall bleibt strittig. Wer hat Recht? Wer bekommt Recht? Wie oft werden in Deutschland Übergriffe angezeigt? Erst seit 2009 führen die Staatsanwaltschaften eine Statistik über strafrechtliche Ermittlungen gegen Polizeibeamte. Demnach kommt es im Schnitt zu etwas mehr als 2000 Anzeigen im Jahr. Die Dunkelziffer aber dürfte um ein Vielfaches höher sein, sagen Wissenschaftler und Menschenrechtsorganisationen. Alexander Bosch von Amnesty International. Seit über 10 Jahren recherchiert die Organisation zum Thema Polizeigewalt in Deutschland. Übergriffe können leider jeden treffen. Es gibt natürlich Situationen, wo das häufiger der Fall sein könnte. Das sind einerseits natürlich Großveranstaltungen wie Demonstrationen, Fußballspiele. Aber auch, was ein ganz gefährlicher Ort für solche Sachen ist, sind Polizeistationen, weil dort ist man als Bürgerin, Bürger alleine mit den entsprechenden Beamten, man hat keine Zeugen. Aber Übergriffe können eigentlich jeden treffen. Da spielen gewisse Dynamiken mit rein, wieso es zu Übergriffen kommen kann und kommt. Übergriffe können jeden treffen? Wir fahren nach Rosenheim, 70 Kilometer südöstlich von München. In diesem Hausflur kommt es im November 2010 zu einem der umstrittensten Polizeiaktionen in Deutschland. Eine unbescholtene Familie gerät ganz plötzlich in eine gewaltsame Auseinandersetzung mit 10 Polizeibeamten. Ich bin selbst 27 Jahre Polizeibeamter gewesen und habe die meiste Zeit in Rosenheim verbracht, in der Dienststelle, aus der die Polizisten kamen, die uns da so brutal misshandelt haben. Und ich bin einfach nur fassungslos und enttäuscht über das, was da geschehen ist. Ich hätte mir das zu meiner Zeit nie vorstellen können. Josef Eder und seine Tochter Sandra sind bereit, uns zu erzählen, was an diesem Vormittag aus ihrer Sicht passiert ist. Ehefrau und Schwiegersohn von Josef Eder, die auch involviert waren, wollen sich nicht mehr zu der Sache äußern. Auf der Suche nach einem Mieter klingelt die Polizei an den Türen. Doch der Mann ist längst ausgezogen. Sandra ist es, die den Polizeibeamten Auskunft gibt. Und dann haben sie mir halt unterstellt, dass ich mehr weiß, als ich zugeben will, dass es schlimm für mich ausgehen kann und dass sie am besten mit mir in die Wohnung gehen. Und dann bin ich los, die Ausweise holen und dann wurde ich von einem Polizisten eben aus der Wohnung gezogen. Also der hat mich vorne am Brustbereich gepackt, gleichzeitig eben einen Schlag in den Bauchbereich versetzt. Und dann haben sie mich hierhin geschleudert. Und sie haben mir die Arme so hochgehoben und einer nach dem anderen, also reihum von mir aus links nach rechts, haben durchgeschlagen. Waren sie durch, haben sie wieder von vorne begonnen. Und dann hat sich einer in Zivil, der direkt von da zu meiner Tochter stand, umgedreht, hat mich fixiert, ist dann aus der Gruppe raus, auf mich zu. Und als er vor mir stand, habe ich eigentlich nur damit gerechnet, dass er mich anspricht. Aber es war nicht so. Der hat mich urplötzlich angesprungen, den Schwitzkasten gerissen, zugedrückt und dann nach vorne mitgerissen zu seinen Kollegen. Und auf dem Weg dorthin hat er mir dreimal den Kopf, also mit aller Kraft, nach unten weggedrückt. Ich habe also nur noch Angst gehabt, dass er mir das Genick bricht. Die
Diese Fotos macht die Ehefrau von Josef Eder, bevor sie selbst zu Boden geworfen, geschlagen und gefesselt wird. Am Ende ist die ganze Familie krankenhausreif geschlagen. Meine Frau ist am schlimmsten betroffen. Sie wurde durch die Polizisten so schwer verletzt, dass sie auf einem Auge ihre Sehkraft total verloren hat. Auf dem anderen Auge sieht sie nur noch so etwa 50%. Sie wird also jeden Tag an dieses Geschehen erinnert. Für Josef Eder ist es eine persönliche Katastrophe. Wird er doch von den eigenen Kollegen zusammengeschlagen. Wenige Tage später erfährt die Familie, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte läuft. Sie beschließt, sich zur Wehr zu setzen, sammelt akribisch Beweise und erstattet Anzeige gegen die Polizisten. Erfolglos. Die Staatsanwaltschaft hält die Aussagen der Polizisten für glaubwürdiger als die der Familie. Gericht müssen sich im Winter 2012 nicht die Beamten verantworten, sondern Familie Eder. Der Vorwurf: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Und die treten als Zeugen im Prozess auf und können sich an keine Gewalt von ihrer Seite erinnern. Einen fairen Prozess erwartet die Familie nicht, obwohl der Medienrummel groß und die Öffentlichkeit auf ihrer Seite ist. Am 7. Verhandlungstag geben die Eders auf und stimmen einer Einstellung des Verfahrens zu. Sie sind psychisch und finanziell am Ende. Ein Gefühl der totalen Ohnmacht. Und die bittere Erkenntnis, dass ihre Version der Geschichte von Anfang an keine Chance gegen die übereinstimmenden Aussagen der Polizisten hat. Es besteht ein Code, eine Vereinbarung, eine nicht niedergeschriebene Vereinbarung. Im Englischen heißt es auch Code of Silence, also ein Code, sozusagen nichts, was unter den Kollegen besprochen wird, nach außen dringen zu lassen. Und im Zweifel auch Kollegen nicht zu verraten, das heißt auch nicht der Justiz auszuliefern. Mauer des Schweigens nennt sich das im Fachjargon, wenn offenkundige Fehler geleugnet werden. Für die Opfer von Polizeigewalt ist es besonders frustrierend. Ihr Wort gilt wenig. Man kann von einer entsprechenden Glaubwürdigkeitshierarchie bei der Justiz sprechen, wo Polizeizeugen sehr weit oben angesiedelt sind. Das ist auch nicht sonderlich überraschend, weil die Justiz arbeitet tagtäglich mit Polizeibeamten als Zeugen zusammen. In fast jedem Strafverfahren sagen auch Polizeibeamte als Zeugen aus. Die Justiz ist auf Polizeibeamte als Zeugen angewiesen. Staatsanwaltschaft und Polizei stehen sich naturgemäß sehr nahe. Eine institutionelle Nähe, die misstrauisch macht. Wo bleibt die Objektivität, wenn Polizisten als glaubwürdiger gelten als Normalbürger? Menschenrechtsorganisationen fordern schon lange eine unabhängige Beschwerdestelle. Die Gegenwehr von Polizei und Politik ist groß. In Köln treffen wir Udo Behrendes. Bis vor kurzem leitender Polizeidirektor der Stadt. Aus Erfahrung weiß er, warum Polizisten sich schwer tun, mit Fehlern offener umzugehen, Kollegen anzuzeigen. Ich kann mich an eine für mich persönlich wichtige Situation aus dem Jahr 1977 erinnern, als mich ein Verkehrsteilnehmer, der angehalten war zur Verkehrskontrolle, erheblich provoziert hat. Und er stand unter Alkoholeinfluss, war nicht bereit, einen Alkotest zu machen, sollte dann mit zur Blutprobe auf die Wache und rannte weg. Und ich bin hinter dem hergerannt und habe den dann wirklich auf den letzten Metern eingeholt und war so wütend und aufgeladen, dass ich ihm sofort eine Ohrfeige verpasst hatte. Ohne dass der mich angegriffen hatte, der war nur verbal aggressiv gewesen. Dieser kleine Fall zeigt schon, wie schwierig es für die Polizisten untereinander ist, über diese Problematik zu reden. Mein Kollege, der das beobachtet hat, hätte mich damals anzeigen müssen. Denn das, was ich gemacht habe, war strafrechtlich gesehen eine Körperverletzung im Amte. In seiner weiteren Laufbahn setzt sich Behrendes für einen professionellen Umgang mit dem Gewaltmonopol der Polizei ein, will Transparenz schaffen. Im Mai 2002 wird er eingesetzt, um einen großen Polizeiskandal in Köln-Mitte aufzuarbeiten. Polizisten nehmen damals einen Randalierer fest, der seine Mutter bedroht. Sie bringen ihn auf die Wache Eigelstein. Bis dahin ein rechtmäßiger Einsatz. Dann aber beginnt der Übergriff.
Also zu sechst ist man dann über diesen an Händen und Füßen gefesselten Mann hergefallen, hat ihn geschlagen, getreten, unter anderem ins Gesicht. Er ist im Zuge dieser Misshandlung bewusstlos geworden, auch aufgrund einer gesundheitlichen Vorschädigung, ist später ins Koma gefallen, aus dem er nicht mehr erwacht ist. Zwei Polizisten beobachten den Exzess und zeigen die Kollegen an. Die Presse stürzt sich darauf. Ein beispielloser Aufarbeitungsprozess in einem der größten Polizeiskandale Deutschlands beginnt. Ein Mann, der zu Tode geprügelt wird. Für Behrendes ist das Vorgehen der Kollegen ein Skandal. Wenn auch ein noch so gewalttätiger Mensch unter Kontrolle ist, sich uns nicht mehr gefährden kann, dann geht da keiner mehr dran. Und dass man hier einen an Händen und Füßen gefesselten, nach wie vor sehr renitenten, spuckenden, Beleidigungen ausstoßenden Menschen, dass man den verprügelt hat, wie das Gericht gesagt hat, eine Abreibung verpasst hat, das war der Tabubruch. Behrendes besucht seine frühere Dienststelle, heute in einem anderen Gebäude und neu strukturiert. 1,5 Jahre lang arbeitet er den Vorfall mit den 400 Mitarbeitern auf. Es gibt auch Vorbehalte, Anfeindungen aus den eigenen Reihen. Dieser Begriff Nestbeschmutzer wird ja komischerweise nicht für diejenigen verwandt, die den Schmutz ins Nest tragen, sondern für diejenigen, die versuchen, den Schmutz wieder rauszutragen. Auf der Eigelstein-Wache war damals der lebensnotwendige Teamgeist unter Polizisten in einen negativen Chorgeist gekippt. Unter der hohen Arbeitsbelastung in einem schwierigen Milieu hatte sich eine verschworene Gemeinschaft gebildet, die sich eigene Regeln setzte. Das Problem einer rechtsstaatlichen Polizei ist, dass die Guten, oder die denken, sie sind die Guten, zu Maßnahmen greifen, die eben nicht mehr gut sind. Dass sie also im Überschwang der Gefühle, weil sie sich in ihrer Autorität angegriffen fühlen zum Beispiel, oder weil sie denken, die Welt wird schlecht und die Umgebung wird feindlich und das ist alles respektlos und wir müssen uns wehren, wir sind Opfer und so weiter. Wenn man in diesem Klima arbeitet, kann man schnell dazu kommen, dass man Dinge tut, die eigentlich nicht adäquat sind. Krawalle in Bremen, in der Nacht zum 10. Juli 2011. Die Bereitschaftspolizei greift ein, will die komplette Straßenkreuzung räumen. Dieser junge Mann wird von Polizisten in die Mangel genommen. Ist das verhältnismäßig? Adäquat? Kevin Schümann, so heißt der junge Mann, dokumentiert anschließend seine Verletzungen. Er sieht sich als Opfer von Polizeigewalt. An dieser Kreuzung in der Bremer Innenstadt kommt es zu dem Vorfall. Kevin Schümann schildert uns aus seiner Sicht, was passiert ist. Er erzählt, dass er gemeinsam mit seiner Freundin auf dem Heimweg ist und hier noch rasch etwas essen will. Die Krawalle sind zu diesem Zeitpunkt schon abgeflaut. Mit meiner Freundin, mit meinen Kollegen standen wir halt hier an der Kreuzung, haben ein bisschen geredet. Und dann wollten wir gerade rübergehen und ja, ich kam gar nicht rüber, kam auch schon von meinem Augenwinkel von hinten halt schon der Einsatztrupp. Und es ging so schnell, dass ich gar nicht wirklich vom Tschüss sagen, vom Reden, das irgendwie begreifen konnte, was sie gerade meinten. Und schon habe ich die an meiner Schulter gehabt. Es ging ratzfatz. Die Polizei filmt ihren Großeinsatz in dieser Nacht. Das Video wird den Akten beigelegt. Schümann wird angeklagt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. In der Anklageschrift heißt es, er habe sich geweigert, den Platz zu räumen und sei von sich aus gewalttätig geworden. Drin stand, dass ich den Polizisten am Helm und am Bein geschlagen habe. Und dass das der Auslöser war, dass ich halt aufs Auge bekommen habe, was aber nicht stimmt. Es wurde auch erwähnt, dass die Polizei mich vorher schon mal vom Platz verwiesen hat. Das war auch leider nicht so, weil ich war ja nur einmal da und ja, ich war sehr geschockt, wo es kam. Jetzt handelt Schümann. Über Facebook sucht er nach Zeugen, die vielleicht etwas gesehen haben. Am gleichen Tag hat sich zum Glück noch jemand gemeldet und hat dann abends um 11 Uhr dann mir eine CD vorbeigebracht. Mit der Bitte, dass er nicht damit reingezogen werden will. Ja, da war ich sehr, sehr dankbar. Hab mir das Video angeguckt, dachte, jo, das ist es. Das ist das Video, was mich jetzt wirklich rausrettet.
Schümann zeigt seiner Anwältin Claudia Schäfer das neue Passantenvideo. Sie sieht, dass ihr Mandant im hellen Sweatshirt unbeteiligt vor dem Bistro steht und plötzlich von den Polizisten von hinten überrascht wird. Trotzdem zeigen die Polizisten Schümann an. Der Verdacht drängt sich auf, dass Beamte eine Anzeige schreiben, um ihr eigenes Vorgehen später zu rechtfertigen. Ein glücklicher Umstand, dass dieses Video aufgetaucht ist. Ich denke, es ist hier eine ganz besondere Situation und es ist auch eine Chance, das mal ganz ordentlich aufzuklären, weil es ein Entlastungsvideo durch einen Bürger gibt. Und hier lohnt es sich auch weiterhin zu gucken, weil es darum geht, dass Polizeigewalt gegen Bürger auch hier aufgeklärt und verfolgt werden muss. Das ist auch für die Polizei wichtig, dass solche Verfahren geführt werden und es aufgeklärt wird, ob sich alle Beamten korrekt verhalten haben. In der Verhandlung gegen Schümann ein Jahr später wird das Video vorgeführt. Der Richter spricht ihn frei. Wenn wir rechtsstaatlich denken, ist die Kontrolle der Polizei durch Smartphones, also sozusagen eine Veröffentlichung auch von Polizeihandeln, nicht abträglich. Im Gegenteil, es zwingt Polizisten immer wieder daran zu denken, ich könnte auch aufgenommen werden. Und eigentlich würde ich als professionellen Maßstab von Polizeiarbeit die Parole ausgeben, sie müssen so handeln, als ob in jeder Situation 5 Smartphones um sie herum sind. Wenn man das im Kopf hat, da sehe ich weniger Übergriffsdisposition und andere Fehlentwicklungen, als wenn wir Smartphones verbieten. Smartphones als Kontrollmöglichkeit für Bürger. Polizisten müssen jederzeit damit rechnen, dass sie gefilmt werden. Egal, ob ihre Handlungen rechtmäßig sind oder nicht. Das ist neu und ungewohnt für die Beamten. Es erhöht den Rechtfertigungsdruck. Ein Fall in Mainz am 12. Oktober 2011. Hey, hallo, hallo, hallo! Nicht mit Gewalt! Sie hauen den, das würden Sie nicht machen! Wir treffen den Videofilmer, der diese Szene in der Mainzer Innenstadt aufgenommen hat. Aus privaten Gründen möchte er unerkannt bleiben. Mir hat das sehr leid getan. Also ich hatte das Gefühl, dass der Polizist irgendwie ein bisschen außer sich war. Vielleicht ist nicht schön sowas. Der Mann gibt das Video an die Medien weiter. Mit sofortiger Wirkung. Wieder lösen die Bilder eine heftige Diskussion über die Verhältnismäßigkeit eines Polizeieinsatzes aus. Die Staatsanwaltschaft stellt fest, bei diesen Schlägen habe es sich um eine antrainierte Technik gehandelt. Sie soll die Muskulatur lockern, um bei Gegenwehr Handschellen anlegen zu können. Die Ermittlungen werden eingestellt. Was dennoch zu denken gibt, ein Beamter fordert den Zeugen anschließend auf, das Video zu löschen. Ich habe die ganze Zeit das Handy in die Hand gehabt und wo der Polizist halt mitbekommen hat, weil ich ihm halt aufgefordert habe, das nicht zu tun. Hat er halt das gemerkt, dass ich ein Handy in der Hand habe und hat zu mir halt gesagt, ich sollte dann das ausmachen und vor ihm löschen. Ich fand das nicht korrekt, dass er mich auffordert, dass ich das Handy dann vor ihm ausmache und auch das Videoclip lösche. Ist nicht korrekt. Gerichtsurteile haben in jüngster Zeit bestätigt, dass das Filmen von Polizeieinsätzen erlaubt ist, solange Persönlichkeitsrechte geschützt bleiben. Doch immer wieder erzählen Zeugen, dass Polizisten Filme löschen oder Handys abnehmen. Ein fragwürdiges Vorgehen. Ist doch das Vernichten von Beweismitteln eine Straftat? Zurück in Bremen. Kevin Schümann und seine Anwältin drehen den Spieß um. Nach dem Freispruch in der Verhandlung gegen Schümann drängen sie die Staatsanwaltschaft dazu, Ermittlungen gegen die Polizisten aufzunehmen. Im März 2014 erhebt die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen einen beteiligten Polizisten. Oberstaatsanwalt Frank Pallade erklärt, dass die Anklage aber lediglich auf einen Tatbestand abzielt. Was nicht gerechtfertigt gewesen ist, ist der Faustschlag, weil auch hier das Video eindeutig zeigt, dass in der konkreten Situation die Widerstandshandlung praktisch unterbunden war. Und es für diesen Faustschlag seitens des Polizeibeamten überhaupt keine Rechtfertigung gab.
Schümann kann anfänglich die Beamten nicht identifizieren. Sie sind nicht gekennzeichnet, tragen gleiche Uniformen, Helme und Gesichtsschutz. Die Anwältin findet den Namen des Beamten, der zugeschlagen hat, erst später in den Akten. Hier haben wir auch den glücklichen Umstand in dieser Geschichte, dass der Beamte selber ja auch den Vorfall aufgenommen hat. Das heißt, es konnte in der Akte gelesen werden, welche Beamten eigentlich beteiligt waren. Denn die haben da Berichte über die ganze Nacht dort aufgeschrieben und auch der Beamte hat dort ja seine behauptete die Widerstandshandlung da bekundet in der Akte, sodass wir wussten, wer das ist. In den meisten europäischen Ländern ist es Standard, dass Polizisten einen Namen oder eine Nummer tragen. In Deutschland können Straftaten bei Großeinsätzen oft nicht zugeordnet werden. Und die Polizisten selbst geben keinen Namen preis. Wir haben aufgrund unserer Recherchen festgestellt, dass leider, wenn es zu polizeilichen Übergriffen kommt, diese nicht die Ermittlungen im Sande verlaufen, weil die entsprechenden Beamtinnen und Beamten nicht eindeutig identifiziert werden können. Das liegt daran, dass Beamte in Deutschland fast überall nicht individuell gekennzeichnet sind. Deswegen fordern wir eine individuelle Kennzeichnungspflicht. Die nun in einigen Bundesländern aktuell eingeführt wird. In Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und auch in Bremen. In Berlin und Brandenburg gibt es sie schon seit einiger Zeit. Westerburg. Das Video, das den Fall im Juni 2013 ins Rollen gebracht hat, führt zur Anklage gegen zwei Polizeibeamte. Es zeigt, wie die Polizisten den am Boden liegenden Mann schlagen und treten, bevor sie ihn abführen. Heute wird am Amtsgericht in Westerburg verhandelt. Andreas Jöckel, der Journalist von der Rheinzeitung, berichtet vom Prozess. Zwei Verhandlungen stehen an, gegen die Beamten und gegen das Prügelopfer. Zuerst steht das Prügelopfer vor Gericht. Wegen Diebstahls und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Körperverletzung. Juristisch kann ich das nachvollziehen, dass man das trennt. Es wäre schwierig, einen Prozess durchzuziehen, bei dem alle, die als Zeugen gehört werden, auch gleichzeitig Angeklagte sind. Menschlich würde ich sagen, es bleibt ein bisschen ein übler Nachgeschmack, das in dieser Form durchzuziehen. Der Angeklagte, der wegen eines Diebstahls in anderer Sache im Gefängnis sitzt, wird mit Handschellen vorgeführt und angekettet. Die Anwältin moniert dieses Vorgehen. Ihr Mandant sei nicht wegen Körperverletzung vorbestraft. Erfolglos. So, schönen guten Tag. So, nehmen Sie Platz. Von hier an ist die Kamera ausgeschlossen. Vier Monate und fünf Verhandlungstage später wird der Mann zu 7 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Wegen Diebstahls einer Getränkedose und wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Marion Faust, die Anwältin des Prügelopfers, ist mit dem Urteil nicht einverstanden. Sie zweifelt an den Berichten der Polizeibeamten, die nur die Ohrfeige erwähnen, aber nicht die Schläge und Tritte. Diese Tritte, die tauchen in keinem dieser Berichte auf. Die hat keiner der Beamten gesehen, beziehungsweise zumindest nicht geschildert. Dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit die weiteren Berichte dieser Polizeibeamten, das, was die in der Folge sagen, inwieweit das zuverlässig ist. Inwieweit kann ich sagen, naja, das glaube ich, weil die sind sehr wahrheitstreu. Die Anwältin legt Berufung ein. Die Videoaufnahme ist ihr wichtigstes Beweismittel. Wer würde ansonsten schon einem vorbestraften Mann glauben? Die Frage, ob dem jemand geglaubt hätte, ohne ein objektives Beweismittel, nach meiner Prognose, nein, ohne Erfolg. Und deshalb ist dieses Video unendlich wichtig. Und wir sind also diesen beiden Damen, diese eine Dame, die das gefilmt hat, auch sehr dankbar, weil das natürlich auch einfach, also das hilft. Und das hilft auch anderen, weil Dinge nicht mehr undenkbar sind. Die Verhandlung gegen die zwei Polizeibeamten aus der Dienststelle in Westerburg ist erst einmal verschoben. Also ich erwarte von dem Verfahren gegen die Polizeibeamten, dass die verurteilt werden. Das
muss sein. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, das ist auch eine Frage des Rechtsstaats. Deshalb, ich rechne fest damit. Da soll nicht ein Exempel statuiert werden. Und es geht uns auch nicht um die Höhe der Strafe. Aber es ist, wenn das Gericht es für bewiesen ansehen wird, und davon gehe ich aus, dann muss es auch bestraft werden. Dann kann man nicht einfach ein Deckelmäntelchen drüber ziehen. Das darf man nicht. Die Macht dieser Bilder ist unbestreitbar. Mit jedem neuen Video, mit jedem neuen Fall, der öffentlich wird, steigt der gesellschaftliche Druck auf die Polizei. Fehltritte können nicht mehr ignoriert werden. Immer öfter hat der Bürger Beweismaterial selbst in der Hand. Die Polizei muss sich dem stellen. Kein Mensch verlangt von der Polizei, und er glaubt es ihr aber auch nicht, dass sie fehlerfrei ist. Oft tut die Polizei aber so, dass sie prinzipiell fehlerfrei arbeitet und jetzt mal im Einzelfall dummerweise ein Unfall passiert ist, ohne sozusagen zu erkennen, dass oft mal hinter dem Unfall auch eine Struktur steckt, die ungünstig ist. Eine Struktur, die es kaum ermöglicht, mit Fehlern in den eigenen Reihen offen umzugehen. Die Polizei aber muss glaubwürdig agieren, sich das Vertrauen der Bürger immer wieder erarbeiten. Mit der Einführung einer bundesweiten Kennzeichnungspflicht und unabhängigen Beschwerdestellen wäre viel erreicht. In jüngster Zeit tauchen immer mehr Handyvideos auf. Die Debatte über solche irritierenden Polizeieinsätze hat erst begonnen.